Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein anderes Setup und zwar sind wir wieder im Schlafzimmer an meinem Schminktisch. Und das heißt, es gibt zum einen kleinen DM-Haul. Ich habe aber auch ein bisschen was für das Geburtstagsgeschenk meiner Schwester im Teddy geshoppt. Und wir haben auch noch eine Flaconi-Bestellung, die wir zusammen auspacken. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, zu sehen, was ich so eingekauft habe, und natürlich auch das Geschenk von meiner Schwester zu sehen, wie ich es fertiggestellt habe. Ich dachte, das wäre eine ganz coole Idee. Auch als Inspiration, dann bleibt doch sehr gerne dran und los geht's mit dem Video. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist das Licht ein bisschen anders. Ich habe zwar immer noch den Ring im Auge, aber ich habe jetzt mein Ringlicht mal aufgestellt und hoffe, dass das so besser passt. Lasst es mich gerne mal wissen, weil in den anderen beiden Videos habe ich den Schminkspiegel hinter der Kamera benutzt für das Licht. Und ich fand, es hat dann doch zu arg in der Kamera gespiegelt. Deswegen wollte ich das jetzt mal so probieren. Ich muss mal gucken, ob das mit dem einen Ringlicht passt. Ich hätte notfalls auch noch ein zweites, dass wir uns dann so notfalls einfach für das Video drehen, ein besseres Setup und Licht vor allem auch, ja, hinbasteln können. Genau, möchte ich gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir gehen mal alles nacheinander durch. Vielleicht fangen wir mit den Sachen von Teddy an. Da habe ich nicht ganz so viel geshoppt. Da habe ich aber auch direkt den Kassenzettel parat. Also da kann ich euch auf jeden Fall die Preise sagen. Fangen wir vielleicht direkt mit dem Hauptteil an, weswegen ich auch bei Teddy war. Ich wollte nämlich ein Körbchen oder eine Kiste haben, wo ich die ganzen Sachen des Geschenks reinpacken kann. Und ich finde, ich habe da was richtig Süßes gefunden. Und zwar ist es so eine Box mit Deckel. Und das sind Schmetterlinge und Libellen in Gold drauf und rosa. Ich dachte, es passt einfach, weil meine Schwester natürlich auch so ein typisches Mädchen ist, genauso wie ich, und rosa über alles liebt. Ich gucke mal direkt drauf. Die Box hat 3,55 Euro gekostet. Finde ich, ist richtig gut. Die ist auch schön stabil und gar nicht verkehrt, denke ich mal, weil die kann sie einfach weiter benutzen. Entweder verschenkt sie es weiter oder benutzt es als Erinnerungskiste. Da habe ich dann schon die anderen Sachen reingepackt, die ich geholt habe. Und zwar, für das Geschenk habe ich dann natürlich Dekofetzen, nennen die sich, für 1 Euro gekauft. Ja, also einfach ein bisschen, wie hätte ich es jetzt genannt, nicht Fetzen, sondern, wie sagt man das denn? Ah, Konfetti. Ich hätte jetzt einfach Konfetti dazu gesagt, weil ich da ein bisschen die Box mit ausschmücken wollte. Fand ich richtig cool. Dann gab es was, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich bin ein absoluter Lilo und Stitch-Fan. Und da gab es diese coolen Servietten. Das sind, steht es drauf, 20 Stück für 2 Euro. Fand ich richtig cool und konnte ich nicht dran vorbeigehen. Dann habe ich meiner Schwester noch einen Geburtstagsballon mitgenommen. Fand, das durfte nicht fehlen. Der ist auch glänzend, was die Punkte angeht, gerade das Gold. Und ja, der hat 1 Euro gekostet. Da ist ein Röhrchen dabei, den werde ich ganz normal aufpusten. Hab da jetzt kein Helium oder was gebraucht. Dementsprechend passt es. Dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich habe hier nämlich noch eine Geburtstagskarte für meinen Freund und meine Mama gekauft. Die werde ich jetzt natürlich noch nicht zeigen, weil die beiden jetzt erst im Laufe des August Geburtstag haben. Aber für meine Schwester, die jetzt das Geschenk bekommt, die ist vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber ich fand die so süß, weil da ist ein Einhorn drauf. Da steht Happy Birthday und dann sind da hier auch noch so Strasssteinchen. Fand ich richtig, richtig süß. Hat 1 Euro gekostet. Da ist auch noch so ein rosaner Umschlag mit dabei und da kann ich noch ein paar liebe Worte reinschreiben. Und dann habe ich noch was für meine Mama besorgt. Das werde ich aber, glaube ich, auch noch nicht zeigen. Ja, sie weiß zwar schon, was es wird. Ich habe schon verraten, dass sie Konzertkarten bekommt, weil wir da auf ein Konzert im November gehen. Aber ich werde ihr noch nicht verraten, was und auch nicht, wie ich es verpacke. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir kurz noch die Flaconi-Bestellung und dann zeige ich euch, was wir bei DM geshoppt haben. So, legen wir mal mit der Flaconi-Bestellung los. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich weiß natürlich, was ich bestellt habe, aber wir gucken das erste Mal zusammen rein. Was ich irgendwie total faszinierend finde, ich wollte da schon vor ein paar Tagen bestellen. Da ging das irgendwie nicht. Das hat immer wieder meine Bestellung storniert. Jetzt habe ich es gestern probiert und auf einmal ist die Bestellung heute schon da. Also wie schnell seid ihr bitte? Richtig krass. Ich habe natürlich ein paar Parfums nachbestellt, weil meine so langsam
zu Ende gehen. Jetzt guck mal hier mal, da sind natürlich auch ein paar Pröbchen mit dabei. Da ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Issei Miyake? 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 Lasst mich gerne wissen, wie man das ausspricht. Warte mal, also ich gucke keinen spiegelverkehrt so rum. Das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts, aber ist eine süße Größe. Oh mein Gott. Von dem, wo es Alien gibt, diese Muggler. Muggler? Da habe ich ein Pröbchen Angel. Da wollte ich eh immer mal wissen, wie das riecht. Finde ich sehr cool. Also ich muss sagen, Flaconi hat leider wirklich die Angewohnheit, immer meinen Geschmack zu treffen. Jedes Pröbchengefühl, was die mir reingelegt haben, habe ich nachbestellt. Dann ist jetzt hier irgendwie Mr. Specs mit drin. Hello Fresh legen die immer gern mit bei. So, dann gucken wir jetzt mal, was habe ich denn alles bestellt. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Unspektakulären an. Ich dachte jetzt, wenn ich eh nachbestellen muss und ich schon damit gerechnet habe, was da der Fall war, dass ich es heute bei DM vergesse, habe ich mir einfach bei Flaconi noch meinen Essence-Augenbrauenstift mit reingelegt. Das ist die 02 Brown. Genau, und das ist ja hier mit dem Bürstchen. Ganz normaler Stift, den benutze ich am liebsten. Und ja, habe ich mir nachbestellt, weil meiner so langsam zur Neige geht. Und dann habe ich von meiner liebsten Arbeitskollegin damals eine Mascara empfohlen bekommen. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Ich zeige euch jetzt mal die alte Tube. Und zwar ist es Isadora Build Up Mascara Extra Volumen. Die sah damals so aus mit einem roten Deckel und an sich schwarz. Und jetzt ist die so. Die haben die Verpackung geändert. Angeblich ist es dieselbe. Ich bin mal gespannt. Steht zumindest Build Up Mascara drauf. In Super Black habe ich es natürlich bestellt. Mal gucken, ob wir die jetzt auf Anhieb mit unseren Nägeln aufbekommen. Weil ich jetzt auch auf dem Bild gar nicht sagen konnte, ob das Bürstchen noch das gleiche ist oder ob die das auch geändert haben. Also so nochmal sieht die jetzt aus. Ja, wie eine ganz normale Mascara runter. Ich fand es mit dem Eckigen aber gar nicht so schlecht. Das war mal was anderes. So, und jetzt gucken wir mal nach dem Bürstchen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen feiner ist als das andere. Moment. Ja, tatsächlich. Naja, werde ich mal testen, kann ich euch gerne berichten, ob die dann trotzdem noch genauso gut ist. Aber wenn es dieselbe Marke ist, hoffe ich, dass ich da nicht enttäuscht werde. Dann vielleicht, was ihr auch schon könnt, oh, ich sehe gerade, da ist noch ein Pröbchen drin, habe ich mir mein mitliebstes Parfum nachgekauft. Und zwar Yves Saint Laurent Libre Intense. Ich liebe das total. Und ja, mein letztes Fläschchen, und es ist schon das zweite, also ich habe es mir zum dritten Mal nachgekauft, das ist wirklich nicht mehr sehr voll und dementsprechend freue ich mich schon, dass ich jetzt ein neues habe. Gleich mal reingucken, dass ich ja wirklich das Richtige bestellt habe, aber es steht ja auch drauf. Ja, oh. Ich liebe einfach auch den Flakon. Ich finde es so schön. Und man merkt es halt auch wirklich, dass es ein teureres Parfum ist, weil es halt wirklich einfach eine wunderschöne Aufmachung hat. Also da merkt man schon auch, dass man nicht nur den Namen bezahlt, sondern natürlich auch die Aufmachung deutlich aufwendiger ist. Dann habe ich mir jetzt bestellt und ich sehe gerade, die haben mir da den Tester dazu rein. Ich habe mir nämlich Nomad bei Chloé bestellt und die haben mir einfach den Tester mit dazu. Finde ich jetzt gar nicht. Ah nein, genau, den gab es mit dazu. Das war, glaube ich, bei der Bestellung dabei gestanden, dass man das quasi mit ins Täschchen machen kann, also in die Handtasche. Ich packe das euch auch gerne mal aus. Das habe ich mir jetzt quasi das erste Mal bestellt, weil ich es auch vorher als Tester hatte.
soll wohl ja auch so ein Klassiker sein. Wenn ihr das kennt, lasst es mich gerne wissen. Ihr dürft mir eh gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Favorite-Düfte sind, was ihr da so gerne tragt. Kann ich mich da vielleicht auch noch mal inspirieren lassen. Das schaut voll süß aus. Das ist ja cool. Das hat so ein Lederband hier oben rum und das dann auch hier. Moment. So mal irgendwie. Pull and remove. Ah. Mal hier so ein Bändchen. Ja, richtig, richtig hübsch. Einmal das. Und dann als letztes habe ich mir von Jill Sander, da hatte ich tatsächlich auch noch kein Parfum, habe ich mir jetzt Sunlight bestellt. Das hatte ich auch vorher nur als Tester. Ist immer gut verpackt. So. Das war jetzt eins der günstigeren. Wow. Oh, das sieht auch schön aus. Und das finde ich ist eher so ein Sommerduft, nennt sich auch Sunlight. Ah, riecht richtig gut. Ja, da habe ich jetzt drei neue, die in meine Sammlung wandern dürfen. Und dann würde ich sagen, räume ich hier kurz auf und dann geht es weiter mit dem DM-Haul. Ihr Lieben, weiter geht's mit dem DM-Haul. Da habe ich einmal hier eine ganze Tasche voll. Und ja, muss euch aber zuerst zeigen. Und zwar dachte ich erst, ist total blöd, es wieder zu kaufen. Du hast jetzt erst Klopapier gekauft. Aber ich habe das schon in so vielen Videos gesehen. Ich fand es so süß. Ich musste es einfach kaufen. Ich glaube, meine liebe Vivi Safe Place hat es sich auch gekauft. Ist das nicht süß? Ich weiß gar nicht, wie man die Tierchen nennt. Steht es da irgendwo drauf? Nee, leider nicht. Es sind auf jeden Fall 8 Rollen, A 180 Blatt. Und aber das schaut so süß aus. Guckt es euch an. Ach. Da war ich wieder ein Verpackungsopfer und habe es mitgenommen. Ich glaube, das hat so 3 Euro gekostet. Gab es auch noch Taschentücher davon. Ah, Cappy. Kann es sein, dass die so heißen? Weil da steht Don't Worry, Be Cappy. Auf jeden Fall, ja, Taschentücher habe ich jetzt nicht gekauft, weil die brauchte ich nicht. Ja, wollte es ja dann doch nicht übertreiben. Jetzt habe ich hier in der Tasche sämtliche Sachen, die ich für mich gekauft habe, für das Geschenk meiner Schwester. Und da würde ich sagen, gehen wir es einfach durch und dann zeige ich euch das. So, da ich weiß, dass meine meine Schwester fährt zum ersten Mal am 5. August in den Urlaub. Und dann dachte ich, wäre das doch ganz cool, wenn ich ihr zum einen ein bisschen Taschengeld mitgebe, deswegen auch die Karte. Und oder auch wenn sie es danach für irgendwas benutzen möchte und halt so ein paar Kleinigkeiten einfach für die Reise, weil die fahren nämlich auch mit dem Auto. Und ja, da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Zum Beispiel hatte ich jetzt hier so eine kleine Balea Haarspray Dose. Volume Effekt, sichtbar mehr Haarfülle, langanhaltendes Volumen, Stärke 4. Habe ich jetzt so noch nicht probiert, kenne ich leider nicht. Ich benutze momentan, muss ich sagen, wenn ich Haarspray benutze, immer Nivea oder dieses typische Drei-Wetter-Taft. Und ja, weiß aber, dass meine Schwester sehr, sehr gerne auch für ihre Sleek-Frisuren Haarspray braucht und auch verbraucht. Und dementsprechend dachte ich, kann das nicht schaden. Soll wohl 48 Stunden halten. Wir wissen es ja, das testet wahrscheinlich kaum einer, aber solange es den Tag übersteht, sollte das doch passen. So. Dann habe ich noch mitgenommen eine Fußmaske. Haben die jetzt geschrieben, ideal auch für die Nacht, weil ich habe extrem trockene Füße und dachte, ich habe mir mal so eine Creme gekauft und dann immer dieses Jahr, man cremt es mal ein, aber ich bin da leider nicht so konsequent. Deswegen dachte ich, probiere es mal mit so Masken. Und es ist jetzt intensive Sofortpflege mit Babusu? Oh Gott, ich kann immer reden. Babusu. Und Macadamia-Nussöl.
Wenn ihr da Erfahrung mit habt oder einen Tipp habt für mich, was eine richtig gute Fußmaske ist, lasst es mich gerne wissen. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Wie gesagt, habt es so noch nie probiert. Das ist jetzt auch eine Creme, die man einmassieren und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen soll und den Rest einfach dann mit einem Tuch abnehmen oder restlich einmassieren. Und da steht auch ganz normal dabei, dass man das über Nacht nehmen kann, eben um das besser einwirken zu lassen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich auch mal, dass ich es mit dicken Söckchen nachts mal ausprobiere oder an einem Sonntag den Tag über, wenn es nicht zu warm ist. Dann habe ich bestellt, oh Gott, ich bin schon voll. Sorry, Leute. War ein langer Tag. Ich habe gekauft hier Hygiene-Reinigungstücher. Da wollte ich mir eigentlich auch welche mitnehmen, habe es jetzt vergessen, ist nicht schlimm, weil ich dachte, das kann nicht schaden. Generell bin ich auch so jemand, ich habe immer Desinfektionsmittel, auch schon vor der Zeit mit Corona, in meiner Handtasche und so Tücher, gerade wenn man unterwegs ist, auf Raststätten oder ähnliches, mal auf Toilette gehen muss. Oder auch generell, ne, man möchte sich vielleicht mal die Hände unterwegs sauber machen, finde ich das ganz cool mit so Tüchern. Oder auch wenn man im Hotel ist, dass man mal Türklinken oder ähnliches abwischen kann, ist auch für meine Schwester. Dann habe ich mir mitgenommen, weil ich hatte das von Moor die ganze Zeit, aber das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu teuer und immer auf Aktion warten möchte man ja auch nicht. Und ich dachte, ich probiere mal was aus der Drogerie und zwar von Schäbens, das müsst ihr euch ja was sagen, denke ich. Ein Melatonin-Sofort-Spray. Hopfen für einen erholsamen Schlaf, beruhigt und entspannt, schnelle Aufnahme, 115 erholsame Nächte, ist vegan mit Minzgeschmack, 30 Milliliter, also sollen, je nachdem, wenn man das so anwendet, wie die das beschreiben, für 115 Nächte halten. Und wollte das einfach mal testen. Mein Freund hält auch nichts davon, ist ja auch alles in Ordnung. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob das einfach nur Placebo-Effekt ist oder ob es wirklich hilft. Aber ich muss sagen, wenn ich das benutze, habe ich das Gefühl, ich schlafe besser ein, ich schlafe besser und auch ruhiger, wach nicht so oft nachts auf. Und selbst wenn es Placebo ist, das hat jetzt, glaube ich, 6 Euro gekostet, meinetwegen, dann ist es so. Solange das mir hilft, weil ich wirklich ein sehr, sehr schlechter Schläfer bin, ist es in Ordnung. Ist ein ganz normales Pump-Spray, wie gesagt. Und ja, kann da gerne auch mal berichten. Oder wenn ich... Sorry, ihr Lieben, der Akku meiner Kamera hat aufgegeben. Ich verstehe zwar nicht, warum, weil die lag jetzt die ganze Zeit in der Schublade. Ich habe ja letzte Woche leider kein Video gedreht. Und vorhin, als ich mein Foodhaul geschnitten habe, hatte ich sie logischerweise am PC angeschlossen. Aber gut, sie wollte jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich da war. Auf jeden Fall, wenn es jetzt einfach nur Placebo-Effekt ist und nicht wirklich was bringen sollte, ist es eben so. Mir hilft es auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, da steht neue Größe drauf. Ich weiß nicht, ob das vorher kleiner war. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr auch irgendwelche Tipps habt, lasst es mich gerne wissen. Ich werde es ausprobieren und schauen, ob es was bringt. Dann habe ich mir auch ein paar Reinigungstücher mitgenommen. Die kann ich mal rausholen. Voilà. So. Und zwar habe ich zweimal, einmal für die Arbeit und einmal für zu Hause, solche Allzwecktücher mitgenommen. Da steht jetzt auch hygienische Sauberkeit für zwischendurch, ideal auch für unterwegs. Dann haben sie ganz normal Bad, ne, Stuhl, Küche, Flugzeug drauf. Ich denke, ihr kennt die. Die riechen auch schon richtig frisch. Die habe ich mir mitgenommen. Die haben, glaube ich, auch nur 1 Euro gekostet, 50 Stück. Und da steht zum Beispiel Tuchmaterial zu 100% biologisch abbaubar, purer frische Duft. Wie gesagt, zweimal. Und dann habe ich noch mitgenommen, ich habe es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ja ein neues Auto. Und ich wollte es damals eigentlich auch schon für unser anderes Auto haben, aber hat sich irgendwie dann nie ergeben. Oder ich hatte dann normale Tücher mal mitgenommen. Aber jetzt dachte ich, ich möchte es mal ausprobieren, ob das wirklich so gut ist. Das sind Cockpit-Pflegetücher mit Antistatikformel, schonende Reinigung für das gesamte Cockpit, streifenfrei ohne Nachwischen, reduziert die Staubanziehung. Und gerade das finde ich cool. Unser Twingo, der war komplett beige innen drin, sah jetzt nicht so super geil aus, aber wir haben es uns damals nicht aussuchen können. Genau, und unser jetziges Auto ist schwarz. Ja, und dementsprechend dachte ich, weil man da wirklich schnell auch den Staub sieht und das ja
neueres Auto ist, wollen wir es natürlich hegen und pflegen, so gut wie es geht. Und da wollte ich das jetzt mal ausprobieren und dachte, ich teste es einfach mal, ob das wirklich was bringt, weil ich dachte so, die wird es ja nicht umsonst geben und dementsprechend schaue ich mal, ob das eine Empfehlung ist. Wenn nicht, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr nutzt. Ich habe mir natürlich auch total gestört so einen Swiffer gekauft fürs Auto, damit ich mal so rumwischeln kann. Und ja, haben aber auch eh immer so ein Anti-Staubtuch im Auto. Aber ich dachte, zum Feuchtwischen ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Kann das ja nicht schaden, wenn man öfter mal drüber wischen kann, weil man ja auch überall mit den Fingern rumtapst. So, genug vom Auto. Weiter geht's. Dann dachte ich, wir haben jetzt Sommer und meine Schwester fährt ja in Urlaub, wie gesagt, habe ich ihr einen Deo-Roller gekauft, weil Deo-Roller soll ja eh besser sein als Spray-Deo, wie auch immer. Und ich dachte halt auch, wenn es so warm ist, dann ist es vielleicht auch besser für die Tasche. Und da habe ich ihr jetzt von Balea Sweet Sunshine Deodorant mit 0% Aluminium. Steht drauf mit dem Duft nach tropischen Früchten. Fand ich, sah auch schon von der Verpackung her richtig interessant aus. Da bin ich mal gespannt, was sie spricht. Josie, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich muss mal dran riechen. Ist das mal? Das riecht richtig lecker und frisch. Ja, bin ich gespannt, was sie spricht, wie das sich verhält, wie das auch die Hitze hält. Dann habe ich ihr hier eine Limited Edition, auch von Balea Be Happy, bedruckte Tuchmaske, intensive Feuchtigkeit mit Kokosextrakt, Ananasextrakt und Hyaluron. Die sieht richtig süß aus. Scheinbar sieht man dann auch aus wie so ein, ich weiß gar nicht, ob es das Zoom erkennt. Wie so ein kleines Nilpferdchen. Richtig cool. Ja, hätte ich mir vielleicht auch mitnehmen sollen. Bin jetzt fast neidisch. Aber ich verschenke gern Masken, weil meine Schwestern da drauf voll abfahren. Dann habe ich mir jetzt selber nochmal von Balea eine Scrub and Care Fußpeeling und Fußmaske mitgenommen. Mit pflegender Shea Butter und Kokosduft. Für geschmeidig weiche Füße in zwei Schritten. Erster Schritt ist Peeling und zweites ist Fußmaske, jetzt dachte ich Tuchmaske, aber ja, da auch, wie gesagt, für meine trockenen Füßchen. Dann habe ich noch gesehen, als ich an der Kasse war, dass sie so eine Limited Summer Sunset Edition hatten und da habe ich ihr jetzt so einen Lippenpflegestift geholt, sommerlicher Blumenduft. Und ich fand es so süß, weil da auch so Muscheln drauf sind. Kann jetzt natürlich nicht sagen, ich würde mal spekulieren, weil der eben so eine dunkle Farbe hat und das hier auch von der Schrift dunkel ist, dass das vielleicht so ein getönter Pflegestift ist, dass der vielleicht auch ein bisschen glänzt. Bin ich mal gespannt. Sie trägt nämlich mittlerweile auch gerne Lippenstift. Dann habe ich ein paar Snacks geholt und da werde ich ihr auch mal welche zum Probieren mitgeben. Jetzt mal kurz schauen. So, dann fangen wir mal an. Ihr habt die schon gesehen, ich kaufe sie tatsächlich jedes Mal mittlerweile. Ich liebe die nämlich total. Habe ich einmal von DM Bio Peanut and Pretzel. Zwei Stück, da ist einer für mich und einer für sie. Dann habe ich von Cher, das kenne ich auch schon, Schoko Peanut Butter. Die mag ich auch sehr gerne. Finde ich halt einfach richtig cool für zwischendurch. So als kleiner Snack nehme ich gerne mit ins Büro. Und dann auch nochmal Cher Karamell Meersalz. Das ist fast sogar mein Liebling. Richtig, richtig lecker. Und dann habe ich noch gesehen, das fand ich richtig süß. Habe ich hier so Bio-Knabbertiere gefunden. Und ich fand das erstens so süß, weil das so Tierchen sind. Und dann auch so für unterwegs zum Snacken, denke ich, ist das ganz cool. Und weil ich weiß, dass die Josie auch so Kinderkekse abfährt, draufsteht so rum, habe ich die mal mitgenommen. Bin gespannt, wie die schmecken. Den Kätzchen habe ich natürlich auch wieder was mitgenommen. Da haben wir einmal nochmal diese Knabbertaschen mit Katzengras. Die sind sehr gut angekommen. Der Mulder hat die sehr, sehr gerne gegessen. Und dann habe ich diesmal welche mitgenommen. Knabbertaschen mit Milchkern, reich an Geflügel. Das ist jetzt DM Dein Bestes, beides. Dann habe ich jetzt hier noch mal eine Tuchmaske mitgenommen. I'm not like the others. Da habe ich mir schon die Abschminktücher geholt gehabt, die übrigens sehr gut waren. Jetzt habe ich meiner Schwester die Maske dazu geholt.
Dann habe ich nochmal eine Fußmaske für mich. Ja, wohltuend Intensivpflege mit, was war das? Aprikosenkernöl. Auch das gleiche wie bei der ersten, einmassieren, einwirken lassen und dann fertig. Und dann natürlich jetzt wegen der Sonne und weil sie ans Meer fahren, habe ich jetzt hier von Langhaarmädchen noch eine intensive Repair-Haarkur für strapaziertes Haar mit Kokos- und Buriti-Öl und reichhaltige Tiefenpflege steht drauf. Da muss ich sagen, die sind richtig, richtig gut. Ich habe die mir damals als Mini-Size für die Reise, wo wir nach Griechenland geflogen sind, gekauft gehabt. Und das war das allererste Mal, dass ich am Meer war mit Salzwasser und allem. Und meine Haare halten schon viel aus, aber man merkt es natürlich, dass das ganz anders ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Wasser dort im Hotel ganz anders ist wie bei uns zu Hause. Und ja, da hat es sich schon sehr komisch angefühlt. Und da hatte ich sowohl diese Intensiv Repair Shampoo, Conditioner und auch die Haarkur dabei. Und Leute, meine Haare waren wie Butter. Die haben das richtig gut überstanden. Auch die Sonne hat denen gar nichts ausgemacht. Also wenn ihr es mal probieren wollt, ich schwöre darauf, die sind richtig, richtig gut. Und auch meine Schwester benutzt es super gerne. So, dann haben wir jetzt noch zwei Sachen, dann sind wir auch schon durch. Dann, was natürlich nicht fehlen darf, und das ist jetzt auch eine Limited Edition, duftet nach Sommer, wie es steht drauf, habe ich eine Sonnencreme gekauft, ideal für Gesicht und Dekolleté. 30 Lichtschutzfaktor, ne? 30, genau. Wasserfest und nicht fettend. Und da ist auch dieses Zeichen unten drauf, dass das nicht schlecht für die Korallen ist, also dass das nicht schädlich für die Meeresbewohner ist. Das ist natürlich auch wichtig. Und kein Mikroplastik. Ja, was ich noch dazu sagen wollte ist, ich habe nämlich erst überlegt, hole ich ihr normale Sonnenmilch oder hole ich ihr was fürs Gesicht? Und dann dachte ich, ich kenne das selber. Man vernachlässigt das Gesicht total und das ist ja so, so wichtig. Und dementsprechend habe ich ihr die geholt. Ich bin auch mal so frech und schnupper mal dran. Die riecht echt lecker. Ja, einmal Sonnencreme fürs Gesicht, weil ich hoffe und denke, dass sie für den Körper selber was hat. Und dann konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob sie es mit in Urlaub nimmt, weil es so groß ist, aber ein neues Balea Duschgel, vielleicht kennt ihr das auch schon, Nice to See You, mit magischem Duft und ich fand die Verpackung so süß. Ich glaube, das muss ich mir auch noch holen. Hier diese zwei Seehunde. Und da steht hinten drauf, sei fröhlich, neugierig und frei wie die Robben im Meer und genieße dein Leben sorglos und in vollen Zügen. Mit dem Duschgel träumst du dich jeden Tag in eine magische Unterwasserwelt, die immer wieder neue Überraschungen bereithält. Das finde ich richtig süß. Und da bin ich auch mal so frech und schnupper da. Oh, das riecht gut. Oh, das riecht richtig lecker. Jetzt bin ich neidisch, dass ich es nicht gekauft habe. Ich glaube, das muss ich mir auch noch holen. Ja, das war's mit dem DM-Haul. Ziemlich klein und kurz. Ich würde jetzt sagen, ich mache noch kurz das Geschenk fertig. Lasst gerne die Kamera dabei laufen. Wen es interessiert, dass ihr zugucken könnt, zeigt es euch noch kurz am Schluss. Und dann, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Hab euch lieb, macht's gut. Tschüssi. You've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible.